geht weiter. Am Freitag 18.01 Uhr. Mass Effect 1. Ja, gestern ein bisschen rumgefailt in der letzten Mission, um die Matriarchin zu finden. Da bin ich irgendwie 2-3 Mal da in dem Komplex an der Tür vorbeigelaufen. Aber letztendlich hat es ja doch geklappt. So, jetzt sind wir wieder auf der Brücke und müssen dann jetzt nach... Gucken wir mal. Schon wieder vergessen. Machen wir erstmal... Erstmal machen wir noch das hier. Ferros, das geht ja nicht mehr. Wettlauf, das ist das allgemeine. Würmeier. Wir fahren nach Ferros. Fliegen. So, wenn wir aber schon mal da sind, werden wir noch die Systeme, die noch dort im System sind, untersuchen. Da, wo man landen kann, werde ich mir aufschreiben. Dann kann ich da später nochmal hin, wenn ich alleine... Spieler, was ich jetzt hier noch nicht gemacht habe. Bei Fable habe ich ja zwischendurch immer noch mal alleine gespielt und nebenbei so gemacht. Hier aber noch nicht. Ein bisschen Kohle und Rohstoffe, XP. Schreibe ich mir aber auch hier schon mal auf. Noveria. Abgehakt. Dass da nichts mehr ist. Damit man, wenn man später noch irgendwie guckt. Ja, war ich hier schon, war ich da schon. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, gehen wir erstmal hier ins Herkules-System. Und scannen das da alles einmal ab. Und dann. Ferros. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Normandy, hier ist das Allianzkommando. Wir haben Ihre Präsenz im attikanischen Beta-Cluster entdeckt. Eine unserer Überwachungsdrohnen sammelte Informationen über Geth-Aktivitäten in der Region, als sie entdeckt und abgeschossen wurde. Sie müssen landen und das Datenmodul der Drohne bergen, bevor die Geth sie finden. Okay, also gleich mal ein kleines Nebenmissionchen. Okay, da ist dann wohl diese Drohne. Gut, holen wir schnell die Drohne. Schnell. Erkundungsmission sollte das wohl reichen. Oder nehmen wir hier Ashley noch mit für ein bisschen Kampfstärke? So.
der Marco am Landen. Mit einem Diesel. Fahr vorwärts. Ende im Gelände, wortwörtlich. Aber es ist grün hier. So. Ja, das VOD jetzt vom letzten. Ne, mit der Matriarchin über 2 Stunden, was ich eigentlich auch in locker einer Stunde oder so hätte schaffen können, wenn ich nicht im Kreis gelaufen wäre. Sie müssen umdrehen, Commander. Sie befinden sich außerhalb des Einsatzbereiches. Irgendwie da ne, 3-4 Meilen hin und her fahren hätte müssen, von der Dingens da zur Riftstation hoch. Geil, das fährt überall lang, überall hoch. So, hier gibt es einmal Mineralien. Großes Goldvorkommen. So, und dann da unten ist wohl die abgestürzte, abgeschossene Sonde. Dann geht's weiter. Das ist die Überwachungsdrohne. Aber wo ist das Datenmodul? Eine affenähnliche Kreatur scheint sich mit einem Datenmodul davon gemacht zu haben. Oh, das wird lustig. Also, noch die affenähnliche Kreatur suchen. Jetzt konnte man nämlich sehen, dass das ein affenähnliches Vieh war. Ja. Das hat nämlich seine Visitenkarte dagelassen. Hat nix. Ist es dieser Affe dort, der da durch die Lüfte fliegt? Ich habe meine Schaufel mitgenommen. Mal ganz kurz einsteigen. Wo sind die Feinde auf einmal? Die kleine Bestie hat es doch so gewollt. Ich hätte einfach mit einem Stein nach ihm geworfen. Thank you.
verstehen jetzt. Wo ist das Moped? Sichern den Punkt. Zeig genau hier an. Komisch, oder? Einsteigen, das raff ich jetzt schon wieder hier nicht. Ist nur noch ein, zwei weggelaufen, oder? Vermutlich suchen auch die Gate nach diesem Datenmodul. Ja, vielleicht haben die es auch einfach gar nicht. Wir fahren einfach mal weiter. Ja, am Äffchen mussten dran glauben. Sahen so niedlich aus. Aha. Eine Struktur. Mit noch mehr Äffchen. Sichern den Punkt. Reingehen. Ja. Eine Mine. Sind hier keine Musik, keine Hintergrundmusik. Noch mehr Äffchen. Dass man die nicht auch sagen kann, hier, suche auch mal.
kann ich mich nicht mehr erinnern an diese Affengeschichte hier. Dann habe ich das aber auch einfach nur nicht gemacht. Oh, Schätzelein, du kriegst Sturmgewehr und Shotgun. So, sie kann Sturmgewehre und Shotguns benutzen. Hätte ich mal hier die Pistolendinger gleich weglassen können. Schon wieder ein bisschen verskillt, die Gute. Aber was macht man nicht alles am Anfang verkehrt? Bestimmt so gedingst, geskriptet, dass es das der Letzte hat. Er hat das Datenmodul fallen gelassen. Es ist ein Wunder, dass das Datenmodul noch intakt ist. Joker kann diese Infos an das Allianzkommando übermitteln. Hab ich es doch gesagt. Ohne Kessler-Fieler. Na gut, dann können wir uns jetzt wieder der Hauptmission widmen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auf dem Rückweg... So, Ashley Sturmgewehr passt. Nein. Das war's. Wir haben sie alle gemacht. Ja. So. Dann. Spectre Training, oder? Raus hier aus der Bude. Und dann weiter nach Ferros, wo wir ja ursprünglich hin wollten, sollten. Oh ja, am Äffchen, ihr könnt gern hier bleiben. Glück gehabt. Geben Sie mir Deckung. So. So, gut. Dann geht's weiter.
Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ja, ja. Ich stelle sie durch. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Was soll ich für Sie tun, Admiral? Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Wollen Sie damit sagen, dass dieser Computer nun selbstständig denkt? Wir sind nicht blöd, Shepard. Das ist eine virtuelle Intelligenz, keine echte KI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und kann nicht auf externe Systeme zugreifen. Wir haben hier nichts Illegales getan. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. VIs bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Keine Sorge, Admiral. Ich werde das Ding ausschalten. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen. Aber sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir... Er appelliert an meine Loyalität. Er kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das... Landing. So, jetzt können wir ja hier wieder lesen. Das Unternehmen Exogeni hat auf Phobos eine Pilotkolonie gegründet, um die proteanischen Ruinen zu erschließen. Die zwei Drittel der Planetenoberfläche bedecken. Die Atmosphäre ist extrem staubreich und die Fortbewegung zu Lande wird durch die meterhohen Trümmerschichten erschwert. Es gibt Hinweise darauf, dass Phobos früher eine sehr viel kältere Welt war. Phobos hat heute zwei Monde, Orkan, der Vater und Vardit. 300 People. Wir landen sogar richtig. Ich dachte, es gibt wieder nur so einen Makro-Drop. Hallo? Ich hänge fest. I can't move. Ich kann mich nur auf der Stelle drehen. Oh ja, Shepard, du bist ein geiler Boy. Ich komme nicht mehr an die KA, doch. Alter, wenn das jetzt hier verbuggt ist. Keinen neuen Speicherstand mehr machen. Dann nehmen wir mal den da. Und laden mal. Hast du Schwein gehabt? So, dann steigen wir mal aus. Aber erstmal kurz mit ihm hier quatschen. Wenn schon jemand Captain Anderson ablösen muss, dann jedenfalls Sie. Allerdings weiß ich nicht, ob mir die Außerirdischen auf dem Schiff so recht sind. Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Presley. Bei allem Respekt, Sir. Das hatte man auch über Nihilus gesagt. Und wir haben ja gesehen, was passiert ist.
Beruhige dich. Ich habe hier das Kommando, Presley. Es ist allein meine Entscheidung, Außerirdische an Bord zu nehmen. Jawohl, Sir. Verstanden, Sir. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Jawohl, Sir. So. So. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja. Sieht ein bisschen so aus wie... Oh. So, sie kann nur Pistole. Und Shotgun. Wir haben Ihr Schiff gesehen. Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Wer ist Faidan? Er ist unser Sprecher. Er braucht Ihre Hilfe bei den Verteidigungsvorbereitungen gegen die Gate. Sie machen einen weiteren Vorstoß. Bitte, gehen Sie nach oben, hinter den Frachter. Oh, geht direkt los. Das läuft doch hier. Aber ich muss noch mal kurz, für mich zumindest. Oh, wir haben eine neue Rüstung. Ah, stimmt, die hatten wir schon mal. Bip. Der Equalizer. Sieht gut aus. Und Pistole. Wir haben die Stiletto. Hässlicher Wandsauger, du! Rum, ey. In die Tunnel. Sie müssen gesichert werden. Aber was ist, wenn dort Gate sind? Hast du etwa Angst? Wie soll eine Frau denn nachdenken, wenn um sie herum überall Waffen abgefeuert werden? Ich befürchte, die Gate werden uns alle töten. Ja, helfen euch. Aber ich weiß nicht, wie man eine Waffe bedient. Da
Vorne ist die Action. Ach, hier ist Faidan. Ach, Commander. Ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter seit... Aufpassen! Es entgeht im Turm! Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen. Greifen Sie an! Diesen Pistole gut. Da geht's hoch. Mädchen, Mädchen. Bin ich von hier hochgekommen? Ich bin wieder total verwirrt. Headshot, direkt Schrott. Geil, Junge. Die verpissen sich. Nehmen wir uns jetzt die Gate vor, wo immer sie stecken mögen. Wir sollten noch mal Faidan fragen, aber ich glaube, unser Job hier ist erledigt. Ja. Wir questionen ihn noch mal. Polonium-Munition. So. So, ab jetzt gibt's nur noch mehr Damage. Na gut, erste Hilfe. Und wir gucken mal nach dieser Wolfram-Dingsbums Upgrades. Gift, Schaden gegen synthetisch, organisch. Polonium, 40 Gift, 5 Schaden für 5 Sekunden. 7 Schaden für 5 Sekunden. Und Le Sniperino. Das Visier ist, glaube ich, besser. Oder Stabilität.
Das ist schon deutlich besser. Also zurück zu Faidan und dann weg hier. Das haben wir das ja schon erledigt. Das ist nur so eine kleine Mission. Ist auch ganz nett, aber mal ein etwas kürzeres Video. Muss ja nicht immer 2 Stunden gehen. Mal hier Lucky Lucky machen. Oder ist das jetzt schon das, wo wir richtig runter müssen? Oh Gott! Sie überrennen uns! Da waren ja noch welche. Jetzt. Ein Wasserventil. Dieses Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren müssen. Mhm. Vielleicht wäre das dann noch was gewesen, worum... Ach, hier ist noch eins. Da ist noch eins. Sieht nicht aus, als wäre es schon aktiviert worden. Wir sollten uns weiter umsehen. Wäre vielleicht noch was gewesen, worum uns der Faidan hätte gebeten hätte. Ja, ja, schönen Dank, dass ihr uns hier geholfen habt, aber wir haben noch ein kleines Problem hier, irgendwie Wasserversorgung, aber wir trauen uns da nicht rein, das Sinn geht. Das andere Treppenhaus wieder runter. Rounder walken. Dieses hier. Der Turm ist gesichert. Danke, Commander. Gut, dass Ihre Kolonie jetzt sicher ist. Danke für Ihre Anteilnahme und Ihren Einsatz gegen die Geht. Wir haben Sie aufgehalten, aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Was wollen Sie? Wenn Sie Antworten brauchen, dann fragen Sie sie. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exogeni-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Was ist Exogeni? Für dieses Unternehmen haben die meisten von uns gearbeitet. Sie haben die Kolonie gegründet. Der Skyway führt direkt zum Exogeni-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Geht im Wege. Mit jedem vernichteten Geht komme ich Saren näher. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Die Geht müssen vernichtet werden. Arcilia hat recht. Es sind noch Geht in den Tunneln. Wir haben auch profanere Probleme wie Essen, Wasser und Strom. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Maka Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Was ist denn mit der Stromversorgung? Mayor Connell arbeitet an unserem Stromproblem.
Sie weiß sicher mehr darüber als... Sie haben eine Lebensmittelknappheit. Devin Reynolds ist damit beauftragt, so schnell wie möglich für Nahrung zu sorgen. Wenn Sie ihm helfen möchten, sprechen wir Sie... Wir sprechen uns wieder, also, wie ich eben schon sagte, wir können ihm noch Glück mehr helfen mit Wasser, Nahrung und Strom. Das Wasserproblem sollen wir ja wohl schon eventuell gelöst haben. Dann schreibe ich mir das schon mal auf hier, Ferros, weil das machen wir jetzt nicht. Strom. Nahrung. Sie werden jeden Augenblick hier sein. Ich weiß nicht, wie viele ich noch... Dann fahren wir da mal hin, zu diesem Exogeni. Okay, auf zur Gate-Basis. Zeit für die Abrechnung. Die letzten gingen nach Süden. Wonach suchen die? Ich habe hier einen Komsi. Es ist zu schwach, um es zu lokalisieren, aber da ist definitiv jemand. Da vorwärts, rückwärts, fahr doch einfach irgendwo hin. Dieses Ding. Solange ich muss. Hier in der woran, was ist denn jetzt hier schon wieder? Guck mal. Mei, oh mei, oh mei. Etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Offenbar haben sie uns entdeckt. Sie sind ganz in der Nähe. Die Geht haben oberste Priorität. Es bewegt sich von uns weg, auf das Exogeni-Hauptquartier zu. Diese Narren erwartet... Sie kommen direkt auf uns zu. Verdammt! Ist die Com geschützt? So ein Mist! Wir scheinen für einige Aufregung zu sorgen. Das ist nah genug. Entspannen Sie sich, John. Das sind offensichtlich keine Geht. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Commander Shepard, ich bin hier, um Ihr Geht-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Fai Dan und einige andere Mitglieder von Sue's Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, Sie wären alle tot. Ich sagte, Sie wären vermutlich alle tot. Sie sind nicht tot, aber die Geth haben Ihnen schwer zugesetzt. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Ist Ihre Basis in der Nähe? Sie sind schon fast da. Sie haben sich im Hauptquartier von Exogeni nicht weit von hier verschanzt. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Geht, sonst nichts. Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Commander, bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth, sie
sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Geht weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Und sie bleiben ist Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was Scheiße, die Geht wollen. Zu früh weggedrückt. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Ich hoffe, Sie können uns hier rausholen. Ja, ich werde hier alle wegsplashen. Einen Super Moped. Skyway wimmelt es von Geht. Das Paket ist gesichert. Wir gehen. Warten Sie. Schalten Sie das Komm-Ab. Geht, kommen auf uns zu. Mist, schalten Sie das Komm-Ab. Da oben läuft wohl irgendein krasser Deal. Da oben am Talken, hä? Die Geht brauchen für ihren Einzug scheinbar keine extra ein. Wenn wir mal drin sind, werden sie sich heftigst wehren. Dechiffrieren. Rumpums Fallera. Oh, ein fehlerhaftes Objekt. Medizininterface. Brandmunition. So, Brandmunition. Plus 90 Schild. Oh, Giftresistenz. Und noch mehr Gesundheitsregeneration. Brandmunition. 10 Schaden. Mal mehr als Gift, aber
Präzision wird weniger. Ah nein, jetzt habe ich meinen. Ach, hier ist noch eins. Dachte schon, ich hätte schon wieder mein einziges, aber zum Glück nicht. Mit unserer Ausrüstung schaffen wir es nicht hier durch. Es muss einen anderen Weg nach drinnen geben. Ich bezweifle, dass hier noch jemand am Leben ist. Die Gegend sind sehr gut. Hier geht's nur nach unten, Commander. Lisbeth, deine Mama sucht dich. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Waren. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Wir holen sie raus, sobald wir wissen, was... Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeni hat sie untersucht. Ich brauche mehr Informationen. Ich muss wissen, warum die Gate hinter dem Torianer her sind. Vielleicht könnte ich es schaffen, aber nicht mit den Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. In Ordnung, ich sehe mir die Sache mal an. Bleiben das müssen Sie mir nicht zweimal... Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen. Viel Glück mit diesem Feld. Dankeschön, Lisbeth. Ich muss noch mal schauen. Für Ashley vielleicht eine Rüstung. Und Tully auch leider nichts. So, sie konnte ja Pistolen, ne? Und Ashley Sturmgewehre. Sieht doch gut aus, Raptor. Sie kriegt die Brandmunition. So. Tully auf der Pistole. Irgendwas Polonium. Genau. So, Schätzelein, jetzt kannst du auch mal ein bisschen Radau machen. Da ist eine Tür.
Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Ich will kein Protokoll prüfen. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg! Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4. Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, gut. Ich muss gleich jemand umbringen. Vorsicht! Störer online! Vorsicht! Ja, ein böser kroganischer... Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? Er erkennt uns jetzt als Sie wegen der Karte. An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Deshalb haben sie sich so komisch benommen. Ihr Pilot sollte gewarnt werden. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen dieses Feld ausschalten und zurück zu Zeus Hope. VI, was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Wir müssen dieses Schiff finden. Gehen wir. Schalten auf Standby-Modus. Ich verstehe das aber eigentlich nicht so ganz. Wir haben eine Meldung bekommen von diesem Dingens Admiral, dass hier so eine durchgedrehte VI ist. Und jetzt ist hier... Das ist wie ein bisschen was ganz anderes. Aber gut. Schon wieder Level Up. Es geht aber auch fix hier. So, ich speichere erstmal ab. Mach mal kurz die Pause. Bin gleich wieder da. Sind auch schon wieder eine Stunde dabei. Hab ja eigentlich eben gedacht, ja, Ferros wird schnell gehen. Aber nein, Ferros wird auch wieder ein bisschen länger dauern. So, also wir machen im nächsten Teil weiter hier auf Ferros, meine Damen und Herren. Und dann machen wir weiter. Wer hätte es gedacht?